Das Video heute wird für mich auch so ein Stück weit eine Reise in meine eigene Vergangenheit. Weil mein Gesprächspartner, der Michael Keller, der war bis vor kurzem Rollout-Manager bei der Telekom Deutschland und verantwortlich für den Mobilfunk- und Festnetzausbau bei der Telekom. Er ist ein Wegbereiter des Mobilfunk in Bayern und ein Zeitzeuge par excellence. Wir haben uns ja hier den Turm ausgesucht für unser Gespräch. Was verbinden Sie denn hier mit dem Turm? Naja, mit dem Turm. Der Turm war ja so ein bisschen der allererste Eindruck, den ich überhaupt mitgenommen habe, als ich bei dem Unternehmen angefangen habe. Damals sind wir ja mehr oder weniger da oben noch in dem Drehrestaurant empfangen worden. Und später hat natürlich während meines Berufslebens dieser Turm immer eine Rolle gespielt beim Ausbau der Mobilfunknetze. Okay, dann gehen wir rein. Ja, dann gehen wir mal rein. Sie haben ja noch im C-Netz angefangen. Das ist wohl wahr. Müssen Sie eigentlich noch kennen, nicht? Ja, das kenne ich noch ganz gut. Da hatte man noch was in der Hand. Wie war das damals, im C-Netz zu starten? Ja, das war ja, als ich im C-Netz gestartet habe, hat das C-Netz ja die Blüte überhaupt erlebt. Die Kunden haben erstmals wirklich angefangen, diese zellularen Netze da zu nutzen. Und das Netz ist dann gewachsen und am Schluss war das extrem schwierig, in diesem C-Netz überhaupt noch die Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, die man aber auch brauchte. Weil das C-Netz hat ja eine Limitation gehabt auf 2 Millionen Kunden, dann war es ja zu Ende. Und so wie das Netz technisch konzipiert war, sind uns dann auch die Frequenzen irgendwann ausgegangen. Das hat ja dazu geführt, dass wir zum Beispiel auf Seen die Mobilfunkversorgung ausgeblendet haben und zugelassen haben, dass es da halt nicht mehr funktioniert, damit es da, wo die Kunden sind, noch geht. Aufgrund dieser Probleme frequenzmäßig, die man dann dort hatte, ist dann parallel das D-Netz gestartet worden? Ja, das D-Netz war genauso wie all diese Generationen einfach eine konsequente Weiterentwicklung dieser Mobilfunktechnologien, das dann natürlich deutlich mehr Kapazitäten hatte und was die Technik betraf, wesentlich mehr automatisiert war. Bei dem C-Netz, da musste man ja noch mit Schraubenschlüsseln an die Standorte fahren, um die umzustellen. Das D-Netz war dann ein fernsteuerbares Netz und konnte viel, viel mehr Kunden aufnehmen und hat dann als weltweiter Standard hat auch richtig die Blüte erlebt. Wann ging es dann los beim Mobilfunk, so dass man gesagt hat, ist es massenmarktfähig? Naja, was war denn der Schlüssel zum Erfolg? Ich sage, das eine habe ich ja schon gesagt, das war der internationale Standard, dass es ein Netz gab, das weltweit funktioniert hat. Und das zweite war, dass dann Geräte auf den Markt kamen, die erstens für die Leute erschwinglich waren und die dann spätestens ab diesen ersten Nokia-Telefonen halt auch verdammt einfach zu bedienen waren. Und wann haben Sie dann vom C-Netz ins D-Netz gewechselt? Der richtige Wechsel in das D-Netz, der hat mehr oder weniger stattgefunden, als ich dann hier nach Nürnberg gewechselt bin und die Leitung für die Netzplanung hier in Nordbayern übernommen habe. Und das war wann? Das war 1994. Das war ja eine Sturm- und Drangzeit und eine Gründerzeit. Wir hatten hier die Aufgabe, eine neue Organisation aus dem Boden zu stampfen. Das konnten wir natürlich nur machen, weil wir als Mobilfunker wirklich alle Freiheiten hatten. Wir hatten eine grüne Wiese und wir hatten einfach einen richtigen Startup-Spirit, der uns pragmatisch nach vorne getrieben hat. Nach GSM ging es dann weiter, es kam der nächste Mobilfunkstandard, UMTS, es wurde ein zweites Netz aufgebaut. Da gab es nicht nur Freunde davon. Nein, ich meine, der große Erfolg des GSM-Netzes hat ja dann dazu beigetragen, dass bei der Versteigerung dieser UMTS-Lizenzen nicht nur 4 Firmen sich um die Frequenzen geschlagen haben, sondern 6. Und danach haben 6 Unternehmen angefangen, ein Netz aufzubauen mit einer Unzahl von Standorten oder mit vielen, vielen neuen Standorten. Und das hat dann zunehmend zu Widerstand in der Bevölkerung geführt. Erinnern Sie sich noch daran? Ganz normal telefonieren, konnte bisher auch Daten übertragen. Das war damals eine Live-Sendung im Bayerischen Rundfunk zum... Ach, das war da in Oberammergau, oder? In Oberammergau, eine Dreiviertelstunde. Genau, da kann ich mich gut erinnern. Es ging um Mobilfunk und Gesundheit.
Und man hat aber dann darauf reagiert. Es gab hier in Bayern einen Mobilfunkpakt 1 und 2. Den haben Sie mit aus der Taufe gerufen. Ja klar, ich meine, das war, wo wir einfach erkannt haben, einfach den Leuten die Technik zu erklären, die auf der emotionalen Seite stehen, das reicht nicht. Wir müssen uns mit diesen Ängsten, die da sind, auseinandersetzen und wir müssen einfach transparent machen, was wir tun. Und das so machen, dass es am Ende auch eine Beteiligung der Bürger und vor allem der Kommunen gibt. 10 Jahre iPhone-Jubiläum. Was verbinden Sie mit dem Jubiläum iPhone? Wenn Sie mich nach irgendeinem so Schlüsselerlebnis fragen, wo war so ein Zündfunke in dem Mobilfunk, dann ist das sicher das iPhone gewesen. Weil wenn man sich die Geschichte von 3G anschaut, dann war ja nach dem 2000er Hype, wo alle angefangen haben, dieses Netz aufzubauen, gab es ja lange Zeit irgendwie gar nicht so diese Nachfrage nach Daten. Mhm. Weil die waren ja auf so einem mobilen Gerät einfach unkomfortabel zu nutzen. Mhm. Und dann kam das iPhone. Mhm. So, und von da an ist ja die Datennutzung in diesem Netz richtig explodiert. Das iPhone hat diese ganze Industrie in Richtung mobiler Datenkommunikation gedreht. Ab 2010 waren Sie dann nicht nur für Mobilfunk verantwortlich, sondern auch noch für den Festnetz-Rollout deutschlandweit. Wie war es, sich als Mobilfunker jetzt dann wieder in diesem Bereich einzufinden? Ja, zuerst muss ich mal ganz ehrlich sagen, war das für mich persönlich eine Riesenherausforderung. Die Technik hatte sich ja in 20 Jahren extrem weiterentwickelt und ich habe doch einiges geschwitzt, bis ich so richtig die Zusammenhänge alle verstanden habe, die da im Festnetz existieren. Da gibt es ja oder gab es ja zu dem Zeitpunkt eine Vielzahl von Plattformen, die über die Jahre gewachsen ist und alle hatten da so ihre Eigenheiten. Aber mit dem Team, das ich hatte, ist das echt klasse gelungen und was uns halt ungeheuer geholfen hat, ist, wir hatten eigentlich eine ganz klare Mission, hinter der alle standen. Wir bauen fest und mobil das beste Netz hier in Deutschland. Und das war das Ziel, das wir hatten. Und da sind wir als gemeinsames Team drauf losgelaufen. Und ich glaube, heute in der Rückschau betrachtet, kann ich durchaus stolz sein auf das, was wir da bewegt haben. Jetzt ist mit 5G schon der nächste Kommunikationsstandard am Horizont zu sehen. Was wird 5G bringen? Ja, 5G wird natürlich zuallererst einfach nochmal eine deutliche Erhöhung der Bandbreiten bringen, eine Steigerung der Geschwindigkeit. Aber die wirkliche Evolution bei 5G ist etwas ganz anderes. Es wird für die verschiedenen Nutzergruppen spezifisch zugeschnittene Dienste geben. Es gibt ja Nutzergruppen, die brauchen vielleicht gar nicht so hohe Bandbreiten, aber die brauchen verdammt schnelle Antwortzeiten. Heute stellen sie das zum Beispiel sehr schnell fest, wenn die Kinder spielen. Und die verkabeln sich, weil das Funknetz einfach zu langsam ist. Und da wird es halt einen speziellen Layer dafür geben, der das kann. Aber auf der anderen Seite wird es dann eben auch die geben, die Videos machen und solche Sachen, wo es eben gar nicht so entscheidend ist, dass das Netz wahnsinnig schnell ist. Die werden die hohen Bandbreiten dann auch zur Verfügung haben. Und den hohen Kommunikationsbedarf, um den zu bedienen, wird man das Netz natürlich nochmal sehr, sehr stark verdichten müssen. Kleinzellen werden eine Riesenrolle spielen. Jetzt ist ja oft, sagen Leute, 5G wäre der neue Mobilfunkstandard. Das ist aber ja mehr. 5G wird das Festnetz und das Mobilfunknetz ja wesentlich näher zusammenrücken. Wenn Sie sich heute Ihre Welt zu Hause angucken, dann stellen Sie ja schon fest, die letzten Meter, die werden gewöhnlich über Funk erledigt. Diese Zellen haben kleine Radien, die Glasfaser wird die Verkehre von diesen Standorten wegtransportieren, die Zellradien werden klein werden und all diese Technologien werden zusammenfinden und werden integriert eins bilden. Das heißt, es geht auch spannend weiter in diesem Bereich. Da bin ich mir sicher, es wird spannend bleiben. In seinem beruflichen Leben hat man ja solche und solche Chefs. Die besseren führen durch Fachkompetenz und menschliche Wärme. Michael Keller ist so ein Mensch, deshalb war ich immer sehr froh, mit ihm zusammenarbeiten zu können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Videos. Und falls ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert doch einfach den Kanal.